Hallo Leute, heute mache ich euch diese glamourösen Wellen, diesen riesen Volumen, sexy Big Hair Volume Kopf à la Leighton Meester. Sie ist ja das Gesicht von Herbal Essences und ich benutze auch zur Vorbereitung das Shampoo und die Spülung von Herbal Essences. Und ich zeige euch danach, wie man dann eben diesen Look macht mit einem Glätteisen. Aber wenn ihr genaueres sehen möchtet, wie das geht, dann bleibt am besten dran. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. So, ich habe gerade meine Haare gewaschen und zwar habe ich benutzt zur Vorbereitung von Herbal Essences das Genial Geschmeidig Shampoo und danach die Spülung. Da ist Mandarinenextrakt enthalten, Perlenextrakt und ist besonders halt gut für trockenes und widerspenstiges Haar. Deswegen eine geniale Vorbereitung, wenn man wirklich so ein Styling machen möchte mit Hitze, also mit Glätteisen, was wir heute machen werden. Also ist schon mal vorbereitet. Ich habe es mit dem Föhn getrocknet und man sieht auch, dass das Haar sehr, sehr weich ist. Man kann wirklich sehr gut durchfahren. Selbst in der Dusche schon beim Shampoonieren, also es macht wirklich sehr viel Schaum, man braucht sehr wenig Produkt und ja, man kann wirklich sehr gut damit arbeiten, da mit dem Haar, also optimal. Ein Hitzeschutzspray habe ich schon aufgetragen, aufgesprüht, also das habe ich schon gemacht, bevor ich mein Haar geföhnt habe. Jetzt arbeiten wir heute mit dem Glätteisen. Ich schalte es immer auf 200 Grad erstmal ein, weil mein Haar wirklich sehr glatt ist, braucht es ein bisschen mehr Hitze, aber ich schaue einfach, wie das sich entwickelt. Wenn, kann man ja immer runterschalten. Also das als erstes machen wir einen Seitenscheitel. Da könnt ihr dann auf eure Seite, die ihr möchtet. Also ich mache immer nach links. Das ist halt so, wie der Wirbel bei mir verläuft. So und am angenehmsten. Ihr könnt es dann so machen, wie ihr möchtet. Und wir arbeiten am besten jetzt auch in kleineren Teilen, also wir trennen das Haar etwas ab, damit wir nicht alles auf einmal haben. Dazu habe ich hier solche Spangen auf einer Seite. Das muss jetzt auch nicht so genau sein. Und klemmen das erstmal weg, dann stört es auch nicht. So, dann am besten wirklich nochmal hier alles schön glatt bürsten. So, und jetzt müsste euer Glätteisen auch schon bereit sein und wir fangen an, Locken zu drehen. Dazu immer eine kleinere Partie nehmen. Und eine halbe Umdrehung machen und das Glätteisen durchfahren. Möglichst in einer Bewegung, also nicht so abhacken oder sowas. So, und dann habt ihr hier so eine kleine Locke. Die drehe ich nochmal so ein. Dann nehme ich den nächsten Teil, mache das gleiche wieder. Also eine halbe Umdrehung. Und drehe das am Ende wieder ein. Dann seht ihr, hat man hier so eine kleine Locke. Also wir wollen jetzt nicht so richtig sehr definierte Locken haben. Das reicht durchaus sowas. Jetzt nehmen wir nochmal so einen Teil. Und klemmen wieder den Rest weg. Und machen das wieder. Mm-hmm.
Das mache ich jetzt mit dem restlichen Haar und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt haben wir alles fertig. Jetzt warten wir, bis die Locken total ausgekühlt sind. Also auf keinen Fall jetzt in die warmen Locken irgendwas machen, dann sind sie gleich wieder draußen. Also erstmal warten, bis sie abgekühlt sind. Haarspray bereithalten. Eure Bürste wäre auch nicht schlecht, wenn ihr jetzt eine Bürste habt oder einen Kamm. Weil wir sie praktisch auskämmen. Wir wollen ja keine richtigen Locken, sondern nur diese Wellen haben. Ich habe ja hier einen Pony. Da muss ich noch überlegen, was ich damit mache. Wir schauen erstmal, wie sich hier die Locke oder die Welle entwickelt. Und dann, keine Ahnung, baue ich die irgendwie damit ein. Aber so. Ich spüre noch, hier ist es noch sehr warm. So, jetzt sind die Locken ausgekühlt. Jetzt fahren wir mit den Fingern durch und lockern die etwas auf. Und bürsten auch durch. Und jetzt hier hinten werden wir das Haar etwas antupieren, um noch mehr Volumen zu bekommen. Also alles so am Hinterkopf tupieren. Mit dem Pony nehme ich jetzt den Kamm so und sprühe hier Haarspray drauf, damit wir hier so eine sexy Welle haben. Seht ihr das? Wenn ihr jetzt keinen Pony habt, umso besser, weil dann habt ihr das gleich in einem, also dann habt ihr ja diese Strähne. Ich muss das jetzt etwas verstecken. Aber wir haben jetzt hier, also ich habe jetzt tupiert. Und jetzt nehme ich nochmal Haarspray und sprühe von unten, damit ich noch mehr Volumen bekomme. Auf der anderen Seite auch, da soll es eher weg vom Gesicht. Und auch unten sprühen. So, jetzt formen wir es noch etwas so zurecht. Also hier ein bisschen flacher machen, dass man nicht so diese Locke sieht, aber hier schönes Volumen hat. Man sieht es auch. Ist wirklich sehr viel Volumen da. Das ist halt eine gute Variante, mal richtig viel Volumen zu machen mit einem Glätteisen. Was ja eigentlich verrückt ist, mit einem Glätteisen, wenn man mal überlegt. Anstatt diese typischen Wickler zu benutzen. So, und das wäre dann der fertige Look. Big sexy Volumen à la Leighton Meester. Ich zeige euch mal hinten auch Volumen da. Wirklich so für den sehr großen Auftritt oder ja, vielleicht für eine Party oder was immer ihr auch vorhabt. Aber sehr viel Volumen. Und sehr viel Volumen macht auch schlank. So als kleiner Tipp. Das hängt dann ab, weil hier oben sehr viel ist, ne? Ja. Ich hoffe, euch hat der Look gefallen. Vielleicht macht ihr ihn auch nach. Das wäre sehr, sehr schön. Das freut mich immer am allermeisten, wenn ihr meine Looks auch nachmacht. Ich wünsche euch sehr viel Glück und Spaß dabei, wenn ihr das macht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.